Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. In etwa 2 Wochen kommen die neuen Pokémon-Spiele raus und da muss man sich natürlich Gedanken machen, welches der beiden Spiele man kauft. Deshalb besprechen wir in diesem Video die Unterschiede von Pokémon Schwert und Schild. Traditionell bringen Hauptspiele untereinander verschiedene Unterschiede mit sich. Diese wären zum Beispiel auffindbare Pokémon oder unterschiedliche Arenen. Pokémon, die man nur ein Schwert bekommt, wären Tortonator, Kapun und dessen Entwicklungsreihe, Molimorb und dessen Entwicklungsreihe, Minieras und dessen Entwicklungsreihe und zu guter Letzt Porenzo und dessen Entwicklung Lauchzelot. Pokémon, die man nur ein Schild bekommt, wären Zenlong, Viscora und dessen Entwicklungsreihe, Monozyt und dessen Entwicklungsreihe, Lavita und dessen Entwicklungsreihe und zu guter Letzt Galar Ponyta. Natürlich darf man die Cover Legis nicht vergessen. Der zweite Unterschied: In den Spielen sind zum ersten Mal in der Pokémon-Geschichte verschiedene Arenen. In Pokémon Schwert kämpft man gegen die Arenaleiterin Psyda, die spezialisiert auf Kampf-Pokémon ist. In Pokémon Schild kämpft man gegen den Arenaleiter Nioh, der spezialisiert auf Geist-Pokémon ist. Dies sind alle Informationen zu den Unterschieden in den neuen Pokémon-Hauptspielen. Schreibt doch in die Kommentare, welches Spiel ihr kaufen werdet. Ich werde mir Schild kaufen, da ich Galar Ponyta im Team haben will. Bis dann, ciao!